zum alten Stefan. Ich gebe es zu, nur wenig schmeichelhaft für mich. Das ist der Name von dem Restaurant, wo das Eröffnungsessen vom Gusto Festival stattfindet. Angefangen hat aber alles am Nachmittag im Hotel Ramadan. Diese Damen und Herren spielen 3 Tage lang die erste Geige während des Gusto Festivals. Einheimische Spitzenköche aus Solothurn stehen zusammen mit Kollegen aus Buenos Aires am Herd. Der Austausch von nationalen kulinarischen Gepflogen und Eigenheiten stößt auf beiden Seiten auf große Begeisterung. Ich habe mich sehr über die Einladung in diese Region der Schweiz gefreut. Ich durfte bereits andere Regionen kennenlernen. Außerdem freue ich mich darauf, mit den hiesigen Produkten arbeiten zu dürfen. Aber dass man wieder neue Denkanstöße hat und daraus Neues entwickelt, worauf Gäste in der Schweiz Wert legen oder ich sag mal, was man ihnen anvertrauen könnte. Ich habe jetzt eben Sachen gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Also Sachen gekauft, die ich noch nie gekocht habe zum Beispiel. Aber südamerikanische Produkte und ist für mich sehr interessant und sehr lehrreich. Aber auch die Gastköche aus Argentinien sind auf Entdeckungsreise, was die Schweizer Küche so zu bieten hat. Denn nicht nur das Bankenwesen oder die Schokolade sind typische Klischees der Eidgenossenschaft. Auch die Käsesuppe hält sich zäh in Übersee. Natürlich kenne ich das weltberühmte Käsefondue. Ich habe die Schweiz aber auch durch meine Schweizer Lehrmeister während meiner Ausbildung kennengelernt. Zudem habe ich auf meinem professionellen Werdegang mit mehreren Schweizern zusammengearbeitet. Meine Kenntnisse beschränken sich also nicht nur auf das Käsefondue, sondern durfte ich auch die Kultur näher kennenlernen. Protagonisten der Schweizer Küche sind klar der Käse und die Milchprodukte. Die Qualität und Verfügbarkeit der Produkte im Allgemeinen, wie zum Beispiel Lammfleisch oder die Auswahl an Gemüse, ist überragend und machen die Küche spannend. Käse. Mir gefällt aber auch, wie das Gemüse zubereitet wird. Ganz besonders die Kartoffelgerichte, auch die Wurstwaren sind fantastisch. Von der Atlantikküste an die Aare. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Solothurn Gastgeber des Gusto-Festivals ist. Denn nicht nur der Initiant und Organisator Boris Walker ist mit Solothurn und Argentinien verwurzelt. Auch der Stadtpräsident Kurt Fluri fühlt sich dem Land und seinen Bewohnern nahe. Ich persönlich habe einen Onkel, der in den 30er Jahren vom letzten Jahrhundert ausgewandert ist. Wir haben das viel gemacht und wir haben weit entfernt nach Cousin in Argentinien. Das verpflichtet. Wir haben sie leider noch nie besuchen, aber jetzt dank der argentinischen Küche kann ich mich langsam daran gewöhnen.